Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, einen wunderschönen guten Tag, willkommen hier im Qualifying auf in Aserbaidschan, Baku. Und mit dabei der Camillo, wie man ihn so. Jo, Grüße. So, die Wetterf- dann wollen wir doch mal loslegen. Die Wetterfee brauchen wir jetzt nicht mehr, haben wir eben schon gemacht. Die hat im Training hat die schon angesagt, was Phase ist. Ja. Ja, das wollen wir gleich mal uns mal erstmal den Magerquark reinziehen hier. Ach nein! Ich hab die Scheiße Silberfeuer und da kommt der Kabel. Nein! Wie? Du bist so früh rausgefahren, bist trotzdem hinter mir, okay? Na guck an. Hab ich ein Schwein? Oder Bottas, dein Ernst? Alter Ich hab freie Bahn mit Marzipan. Das ist ja eben erst Einführungsrunde, kannst du sagen. Da hast du ja genug Zeit, die zu überholen. Darfst du nur nicht kaputt fahren. Ja, der Bot, das hat mich höchst kaputt. Jetzt haben wir roten Flügel. Dieses. Aber das ist doch, wenn man. Ja, boah. Dann ist das halt, wie ich das beim letzten Mal gesehen habe, wo sich der Camillo aufgeregt hat, dass er rausgedreht worden wurde. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das ist dann halt, wenn man zu früh reinzieht und dann aber die anderen Leute beschuldigt, obwohl man selber dran schuld ist, weil man zu früh reingezogen ist. Nee, du hast das komplett falsch gesehen. Ja, wenn du das meinst, dann meinst ja, du das halt so. Ja, weil das in der Rennsituation was ganz was anderes war, weil da die Kurve lang geht, da musste ich rüber. Und der hätte ja dann, der hat ja gesehen, dass ich vor ihm war. Deswegen, du bist einfach wieder zu greedy gerade gewesen und hast dir dadurch den Spoiler kaputt gefahren. Das ist was anderes. So, lange gerade. Wollen wir mal gucken tun. Du fährst keine gute Zeit, Bottas, da hindere ich dich dran. Nee, jetzt bist du mit dem roten Flügel doch noch eins weiter gefahren, okay. Ja. So hindere ich den Bottas da dran, welche Kacke zu machen. Ja, so fährst du dir die Reifen kaputt und hast nachher keine mehr. Nope. Wen hab ich denn jetzt hier vor mir? Ja, das ist, wenn die Karre nicht rumkommt, dann fährt man sich schon mal den nächsten Spoiler rot. Ist schon okay. Ach, hallo Grosjean. Bitte mach, gib ein bisschen Gas. Alter, sogar der zieht mir auf der Geraden weg. Das gibt's doch gar nicht. Egal, der sollte ja Gas geben. Passt schon. Bin Schatten. Ich sag ja, ich krieg einfach mit dieser Karre keine bessere Zeit hin als 1,45. Das geht mit dem Ding nicht. Na gut, der Grosjean hat mich auch blockiert jetzt ein bisschen, aber trotzdem. Boah. Box ist stopp. Und der Virus fährt noch eine Runde, weil es so schön lustig ist. Ja, ich hab halt. Der arme Bottas. Oh, der hat von der Zeit aber die. Bessere wie du. Ja. Wie geht das denn? War halt irgendwo schneller als ich, keine Ahnung. Überholt hat er mich auf jeden Fall nicht. Na komm, ich fall jetzt hinter Grosjean her, bevor ich mir noch die Karre kaputt fahr. Oh, er lässt mich vorbei, dankeschön.
Und das bei Regen, irgendwo, da will man gar nicht dran denken, irgendwo. Oh, gibt's doch nicht. Also ich glaube, im Regen kann man auf der Geraden nicht mit Vollgas fahren. Je nachdem, wie stark das regnet, wegen Aquaplaning. Achso, Boxenstopp soll ich noch sagen. Und merkt sofort, dass wenn man Gas gibt, die Karre sofort ein Aufschub, ey. Oh, da wird ein Ferrari reingeschoben. Hier ist richtig Betrieb in der Boxengasse gerade. Guck mal an, du. Mit 40 in die Boxengasse, damit sie mir ja nichts anderes. Oh, Vierter. Hohoho. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Da muss ich aber, glaube ich, nochmal raus, ey. Naja, musst du ja noch ein bisschen die Reifen kaputt fahren. Mach das. Ja, ja. Schon mal mitgekriegt, wenn es im Regen regnet, dann fährst du sowieso mit anderen Reifen. Ja. Aber man kann ja immer noch hoffen, dass es noch nicht regnet am Anfang des Renns. Das ist so mein Dings, wo ich hoffe. Really? Man muss ja hoffen. Nee. Doch. Nochmal auf den Wetterbericht schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Sieht nicht so gut aus, scheiße. Einmal abwarten. Mann, das kann doch nicht. Die Runde bis jetzt liegt bei 1,0. Alles bereit? Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Na komm schon. Nein. Oh, Hamilton kommt rein, fährt keine neue Zeit mehr, alles klar. Da muss man ganz leicht da. Ja komm schon, komm, 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 da bin ich immer dabei. Ach, Demolition Man fährt wieder raus, dann gucken wir noch mal. Oha. An der Kurve habe ich vorhin, ja, man grüßt sie wohl. Oh, da hat er den inneren Curb mitgenommen. Da habt ihr gesehen, Leute, wenn man den inneren Curb, der ein bisschen höher ist, mitnimmt, dann kommt man in der Kurve ziemlich weit nach außen. Oh, hallo, Wand. Jetzt wird die Strecke voll. Sehr schön. 15 Autos auf der Strecke. Läuft, würde ich sagen. Ah! Junge, war das knapp. Ja, ich würde gerade auf Maximal und Fett stellen. Und da kam die Wand. Ich so, nein, bitte nicht schon wieder. Warum will man das denn in der Kurve machen? Das war ja auch das Stück Geraden, habe ich dann. Kacke, was ist denn auf der Straße los? Ja! Ja, 17 Autos sind draußen. Ja, aber du hast doch Platz vor dir, von daher kannst du dich ja nicht beschweren. Leider. Oh, was macht er denn? Ja, deine Reifen sind schon ziemlich durch. Verdammt, damit ist die Zeit schon wieder im Arsch. Ach, halt dein Maul, Chef. Du blöder Gaul, ey. Blöder Lauch ist das, ey. Hör doch auf, den armen Mark immer so runter zu machen. Da kann doch nichts dafür, dass du da so komisch. Upsa. Ich hatte keinen Bock mehr da.
fährst mit Absicht in die Wanne und dann ist gut. Box, ey. Box, Box, Box. Nee, dann startest du von ganz hinten. Das wäre dumm. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. So startest du wenigstens noch als Vierter und nicht als 20. Mann, oh! Aber das kann ja noch passieren, dass du dich noch kaputt fährst. Die Bremsen haben echt. Also mega Verschleiß hier bei Force India. Ja, besonders wenn du keinen Flügel mehr vorne hast, dann ist mit Bremsen sowieso nicht mehr viel. So, den habe ich mir gerade auch komplett runtergehauen. Ich weiß, haben alle gesehen. Ah! Ich will aber noch eine Zeit fahren, verdammte Kacke, ey. Du klangst gerade so wie der eine Spinner von Police Academy. Wie viel Zeit ist noch? Kann ich noch mal raus oder? Ja. 35 Sekunden. Ah! 34, 30. Okay, scheiß drauf. Nicht mehr. Ja, besser Vierter als Letzter, von daher läuft. Weiß, ich hätte bessere Zeit hingekriegt, aber jo. Da muss man mal gucken, dass wir im regenreichen Rennen ein bisschen qualifizieren. Ich find's gut, dass es regnet, weil dann ist es nicht so schlimm, dass mein Auto langsamer ist als eure. Verdammt nochmal. Alles so, dann gucken wir doch mal. Ach nee, schon wieder zwei Mercedes hinter mir. Das gibt's doch gar nicht. Wollte gerade schon sagen, warum sind die Ferrari nur auf 5 und 6, weil sich da noch ein Force India zwischengemogelt hat. Eine Zeit gefahren, genau passend. Oh, du warst, du hättest sogar Valtteri fast noch gehabt. Uiuiui. Oh, seid ihr alle nah beieinander. 1,49,14, 1,49,19. Alter, 1, was ist 49, das denn für ein Big Mac, ey? Mac, Mercedes? Hinter mir Ferrari? Red Bull hinter Perez? Also ein richtiger, dicker, fetter, leckerer Big Mac, ey. Alter, der Vettel, der ist knapp hinter dir gewesen. Das ist echt knapp bei euch da vorne gewesen. So, ja, Freunde, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, Arsch. Ach, da hinten. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im Rennen wieder. Jo, würde ich auch sagen, beim regenreichen Rennen. Bis später. Ciao mit V.